So, hallo und willkommen zu einem weiteren Aromatest-Video. Kommt nochmal drei Liquids aus der Tschechei und das sind richtig gute Liquids, legale Liquids und saugünstige Liquids. Drei Stück habe ich davor. Das ist Freezy Juice. Da haben die zahlt für 100 Milliliter inklusive 3 Milligramm Nikotingehalt sage und schreibe 4 Euro. Und da haben die einmal das Apple. Einmal das Apple, dann habe ich einmal das Black Currant. Also ich denke mal, das sind schwarze Johannisbeere. Und dann habe ich einmal von Freezy Juice Passionsfrucht. Also da kann ich gleich von vorne weg spoilern. Für das Geld absolut der Hammer. Testet immer das Ganze auf meiner Paranormal 250C. Mit dem Wendy-Vape Mesh RDA drauf und das Ganze im Replay-Modus. Somit kann ich die Watte immer trocken dämpfen und muss ich jedes Mal eine frische Watte einlegen. Da ist auf meinem Kanal JD Vapes dann ja ein Video gemacht, wo ich ein bisschen gezeigt habe, was man mit der Paranormal alles so anstellen kann, wie man die Watte trocken dämpfen kann. Wie man das einstellt, dass der Geschmack immer gleich ist. Also richtig, richtig gute Box. Dann würde ich sagen, schwarz mit lang. Wir fangen an mit Freezy Juice Apple. Also die haben jetzt zwar alle schon dampft, aber noch nicht im Mesh RDA. Da gibt es ein paar Aromen, die schmecken im Mesh RDA tatsächlich nochmal anders als wie im Tank. Im Tank des Apple absoluter Hammer. Genauso wie im Mesh RDA. Man schmeckt richtig, richtig lecker die Äpfel raus, so richtig frische Äpfel. Nicht künstlich, also. Schmeckt hammergeil. Im Tank schmeckt das super. Dann schmeckt es im Tröpfler drinnen super. Kostet jetzt fast nichts. 4 Euro. 100 Milliliter mit 3 Milligramm Nikotingehalt. Das heißt, da sind theoretisch zwei Nikotinshots drin. Die zwei Nikotinshots Aloe kostet ja schon 3 Euro. Hier kriege ich komplette 100 Milliliter Liquid mit 3 Milligramm Nikotingehalt für 4 Euro. Also wenn ihr da irgendwann mal rüberkommt, kauft jetzt so die nachgebaute, gefälschte Sache. Das da eine absolute Kaufempfehlung von mir. Schmeckt richtig authentisch. Hammergeil. Schmeckt richtig nach frische Äpfel. Nicht sauer, nicht süß. Wie ein frischer Apfel. Dampfer dort auch ganz ordentlich. Freezy Juice Apple, absolute Kaufempfehlung von mir. Wenn ich jetzt irgendwann mal wieder rüberkomme, also da war die mir ausreichend einiger damit. Freezy Juice Black Currant. Vermut mal schwarze Johannisbeere. Im Tank
war es auch extrem lecker. Ich bin mal gespannt, wie es im Wendy Vape Mesh LDR schmeckt. Wendy Vape Mesh LDR auf der Paranormal 250C im Replay-Modus. Tank war es richtig lecker. Wow. Richtig süß. Mit einem ganz leicht bitteren Nachgeschmack. Hammergeil. Und die sind auch sehr, sehr geschmacksintensiv. Also jetzt so wie die Fälschungen, was sie erst vorgestellt haben mit Pepsi Cola, Red Bull und so. Die war ein bisschen lasch vom Geschmack her. Die da Hanna. Absolute Bombe, total geschmacksintensiv. 100 Milliliter, 4 Euro mit 3 Milligramm Nikotingehalt. Ich kann gerade mal gucken, wo die herkommen, ob das da irgendwo drauf steht. Ja, gut, lesen kann ich es leider nicht. All Day Vape. Also der Schrift nach, wie da manche Buchstaben sind, vermute ich eigentlich fast, dass das irgendwie aus Russland kommt oder so. Kann es leider nicht sagen. Kann nur sagen, Schmecker, hammergeil. Ob das jetzt... schwarze Johannisbeere sind, das kann ich jetzt gar nicht mal sagen, ich vermute mal ja. Ich wüsste jetzt nicht, dass ich schon mal schwarze Johannisbeere gegessen habe. Aber Geschmack, absolut intensiv, mega lecker. Absolut all-day tauglich und für das Geld, da kann man echt nichts falsch machen. Die Watte haben wir fast trockendampft, da kommt fast kein Geschmack mehr raus. Vorteil von dem Replay-Modus, ich kann da jetzt echt einfach ein paar Mal ziehen, bis fast kein Geschmack mehr rauskommt, dann ist die Watte auch nahezu trocken, dann brauche ich jedes Mal eine frische Watte einziehen. Zur Paranormal 250C habe ich auf meinem Hauptkanal JD Vapes auch erst ein Video gemacht, wo ich die Box einfach ein bisschen vorgestellt habe, wo ich gezeigt habe, wie man Watte wirklich kurz trocken rauchen kann oder dämpfen kann. Mir raucht ja, aber Bild raucht ja auch, also von dem Max her könnte mir das auch sagen. No. Es kommt nicht mehr auf den Geschmack raus. Dann würde ich sagen, wir machen halt weiter mit dem Freezy Juice Passionsfrucht. Also das sind, denke ich mal, was ist das für Frucht? Maracuja, irgendwie sowas. Also so riecht es auch schon mal. Und auch das ist Maracuja. Und irgendwann noch
irgendeine andere Frucht. Das schmeckt noch ein bisschen wie Limette, schmeckt hier raus. So ein bisschen ganz, ganz leichte Säure von irgendeiner Frucht, also wie Limette würde ich mal sagen. Schmeckt richtig lecker. Kommt auch aus der Tschechei vom Asiamarkt, 100 Milliliter mit 3 Milligramm Nikotingehalt. Für 4 Euro habe ich gezahlt. Geschmack Bombe, auch sehr geschmacksintensiv. Von der Mischung denke ich mal 70-30, so wie die Dampfentwicklung ist. Geschmack Bombe, es ist jetzt auch ja, nicht arg süß, aber er ist einfach wie ein Maracuja süß, also sehr authentisch auf jeden Fall. Auf jeden Fall von mir auch eine ganz klare Kaufempfehlung. Schmeckt sehr gut, da steht glaube ich auch überall drauf. All Day Vape. Und das ist tatsächlich ein Liquid, das kann man All Day Dampfer. Also die drei da haben wir. Da kann ich bedenkenlos echt alle drei empfehlen. Wenn ihr mal darüber kommt, die könnt ihr euch echt auf jeden Fall kaufen, Passionsfrucht, Apple und Black Croissant, also schwarze Johannisbeer. Richtig, richtig lecker. Und für das Geld kann ich selber nicht mischen. Wenn ich Base kaufe, wenn ich so eine Gorilla-Flasche kaufe, wenn ich zwei Nikotin-Shots kaufe, dann habe ich mehr wie 4 Euro ausgegeben. Für 100 Milliliter. Ich habe jetzt erst hier Aroma angemischt, wird auch dem nächsten Review kommen. Ja komm, das ist von Copycat. Habe ich angemischt mit 5%. Das Copycat Aroma, da reicht mir 10 Milliliter Flasche dann für 200 Milliliter und Alläufer das Aroma habe ich schon 4,50 Euro gezahlt. Habe jetzt so eine ganz billige Flasche genommen. Nikotin 3 Milligramm. Und Base, da bin ich also schon bei über 4 Euro. Was ich für die daheim auch gezahlt habe. Und haben so eine schöne Gorilla-Flasche. Also, da kann man absolut nichts sagen. Und die schmeckt auch richtig, richtig gut. Gut. Dann würde ich sagen, das war's jetzt mit dem Video. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ciao. Ja, wenn es euch gefallen hat, natürlich einen Daumen da lassen, ganz wichtig. Last Christmas, I give